So, hi Leute, ich hoffe, man kann mich hören. Heute mal aus einer sehr, sehr ungewohnten Perspektive. Ich sitze gerade im Auto und ich fahre gerade ins Kino. Ja, hier Batman gucken. Und ich wollte heute mit euch mal über ein Thema reden, was mich halt immer wieder nachdenklich macht, ne? Und mich auch, nicht so wirklich in mich, ich sag mal so wirklich spezialisieren lässt, so auf eine Linie. Ne? Wir haben auf der einen Seite haben wir den Kraftsportler und auf der anderen Seite gibt es halt den Bodybuilder. Und jetzt ist meine Frage, die ist auch ein bisschen an euch gerichtet. So, was seid ihr? Seid ihr mehr der Kraftsporttyp oder seid ihr mehr der Bodybuilder? Ne? Legt ihr viel Wert auf Kraft? Ne, jetzt alleine so auf, schwere Gewichte zu bewegen? Ne, oder interessiert euch mehr die Figur? Ne? So ein Sixpack und dass jeder Muskel halt schön definiert ist? Ja, ich muss ehrlich sagen, wenn hier der Kraftsporttyp ist und hier der Bodybuilder, dann liege ich ungefähr hier. Ich konnte mich nie 100% für eine Seite entscheiden. Und das ist auch das große Problem. Ne? Wenn ihr natürlich nicht 100% hinter dem steht, was ihr betreibt oder was ihr macht, dann ist natürlich auch nicht mit maximalem Erfolg zu rechnen. Ne? Und ich streue mich so ein wenig. Meine gute Figur aufs Spiel zu setzen, um voll im Kraftsportbereich durchzustarten. Also, das ist das Problem, was mich seit Jahren schon beschäftigt, ne? Und was mich auch wahrscheinlich immer weiter beschäftigen wird. Ich hoffe nur, dass ich jetzt laut genug spreche, weil ich höre das alles so ein bisschen leiser, ne, durch die Fahrgeräusche hier. Ja, wie gesagt, ne, ich habe natürlich den höchsten Respekt vor jedem Bodybuilder, weil der natürlich das Maximale an Disziplin leisten muss, um seine Figur zu trainieren, zu halten und weiter auszubauen. Ne? Ich meine, ich sehe oft genug, auf Wettkämpfen richtige Bodybuilder, die da mitmachen. Allerdings ist das in der sogenannten Off-Season. Das heißt, wenn die, frei von allen Diäten sind, ja, und sich eigentlich auf das Massetraining vorbereiten oder am Massetraining arbeiten, am Muskelaufbautraining. Ja, und da haben die natürlich auch extreme Kraft, ne, und können so halbwegs mit den Kraftsportlern mithalten. Ja, wenn es dann aber in die Definitionsphase geht bei denen, dann siehst du auf den Wettkämpfen keinen mehr. So, und ein Powerlifter, naja, der sogenannte Kraftsportler. Jetzt will ich mal kurz weg. So, der interessiert sich natürlich überhaupt nicht für die Figur. Die kann man auch da liegen lassen, die Kamera. Der ist natürlich voll und ganz auf seine Kraftwerte fixiert. Ne? Mich würde echt mal gerne interessieren, was ihr seid. Ich meine, die meisten von euch kenne ich ja. Ne? Aber ob ihr euch wirklich für eine Seite entscheiden könnt oder ob es euch so geht wie mir. Ne? Sobald ich nämlich anfange, Masse aufzubauen, jetzt richtig Masse aufzubauen, ne? Und anfängt mein Sixpack zu verschwinden, ne? Da komme ich ins Schwitzen. Ne? Das gefällt mir überhaupt nicht. Möchte ich am liebsten wieder, keine Ahnung, jeden Tag nochmal 2 Stunden extra Cardio machen und, ne, ihr kennt das ja alle, ne, das ist so ein bisschen Strandfigur muss halt sein, ne, dann lieber 5 bis 10 Kilo weniger drücken, aber dafür vernünftig aussehen, ne? Also wie gesagt, schreibt mal eure Meinung drunter, was ihr davon haltet und, wenn das Video so halbwegs vom Ton her reizbar ist,
oder man sich das anhören kann, dann lade ich das jetzt gleich hoch. Wie gesagt, heute ein bisschen anders, ein bisschen stressig, aber durchaus noch im Recht machbar. Jetzt wird natürlich alles ein bisschen hektisch hier. So. Ich lasse euch noch ein bisschen teilhaben hier. Das geht aber ganz und gar nicht jetzt. Ich bin jetzt gerade auf der Autobahn. Mein Gott. Ich will auch nichts riskieren hier, ne? So. Da bin ich wieder. Also wie gesagt, ne? Kraftsportler, Bodybuilder. Ey, bei mir gibt es sogar noch ein drittes Problem. So, ich mache natürlich auch gern diese Kraft- oder eher gesagt diese Ausdauergeschichten, ne? Weil da bin ich auch nicht mal so schlecht drin. Ne? Und ja, ist natürlich noch dieser Ausdauertyp. So, und da hänge ich dann auch noch so ein bisschen, ne? Aber naja, man kann, wie gesagt, man kann nicht alles haben. Man muss sich, man muss auch ein bisschen verzichten können. Und ehe das Video jetzt viel zu lang wird, breche ich das jetzt hier ab und lade das dann gleich mal hoch. Ne? Ciao.